arabische Großfamilien. Eine geschlossene Welt. Nur wenige haben Zugang. Egal was ist, Familie ist da. Jahrhundertealte Tradition, patriarchale Strukturen bestimmen das Leben. Unsere Generation ist leider mit Gewalt groß geworden. In unserer Heimat gab es nur Krieg, wir sind alle Flüchtlinge. Und wir haben immer Panik, dass man uns was will. Also reagiert man aggressiv. Die Jungen, oft hin und her gerissen zwischen familiären Pflichten und eigenen Träumen. Wenn ich heirate, dann heirate ich aus Liebe. Eine gewisse Erwartungshaltung ist auf jeden Fall auch da. Sie leiden unter einem Generalverdacht, denn immer wieder fallen Familienmitglieder mit spektakulären Straftaten auf. In ganz Europa drängen sie in die Schlagzeilen. Eine Hinrichtung in Schweden am helllichten Tag. Prügeleien auf offener Straße in Berlin. Für die vielen Unbescholtenen wird der Familienname zum Fluch. Wie ausbrechen aus dieser Welt, die bisher das Leben bestimmt. Er ist heute wieder unterwegs in den Straßen des Berliner Stadtteils Neukölln. Hassan Charour, Mitglied einer deutschlandweit bekannten libanesischen Großfamilie. Einige Familienmitglieder fallen in der Öffentlichkeit mit Straftaten auf. Für Außenstehende sind Großfamilien ein Mysterium. Sie verbinden sie mit Kriminalität, mit negativen Sachen. Es gibt wirklich Leute, die denken, wir sind so organisierte Mafia und sowas. Wir leben nur von Kriminalität, könnten nichts anderes. Wenn ich mich jetzt so in die Leute versetze, die uns von außen so betrachten, verstehe ich sie schon. Ja? Aber denen möchte ich sagen, schaut euch doch mal an, was wir so machen. Seid nicht so oberflächlich. Guckt, geht ein bisschen tiefer, lernt uns kennen. Es ist Freitagnachmittag. Hassan ist mit Familienmitgliedern und Vertrauten in einer noch geschlossenen Shisha-Bar verabredet. Salam alaikum. Salam. Wie geht's? Alles gut? Ja, sehr gut. Das will ich sehen. Aber das haben wir jetzt hier. Cousin. Cousin, ist klar. Mit dabei ist sein Cousin Zaher, Vermittler Ömer und Hilmi, der gerade wieder Vater geworden ist. Jung oder Mädchen? Mädchen. Sehr schön. Und wie heißt jetzt die Prinzessin? Die Prinzessin heißt Lea. Lea? Oh, sehr schön. Zwei Wochen alt. Also Prinzessin Lea. Schön gesund, kennt ihr. Alles gut gelaufen. Für mich spielt Familie eine sehr große Rolle in meinem Leben. Es ist eine Ehre, man muss stolz sein darauf, ein Teil dieser Familie zu sein. Man fühlt sich geborgen, man hat auch seine Vorteile und seine Nachteile. Wenn ich dir so ein bisschen was erzählen wollte von meiner Familie, also wir haben bestimmt in Deutschland schon fast die 100.000er-Marke geknackt, aber ja, schon. Familie geht über alles. Familie ist A und O. Du hast gerade gefragt, was der Vorteil einer Familie ist. Egal was ist, Familie ist da. Egal was ist. Familie ist da. Und man weiß, man kann sich auf die verlassen, egal was ist. Auch große Teile des Alltags werden familienintern organisiert. Zaher Charour arbeitet in einem Sicherheitsunternehmen, das Verwandten gehört. Was ist denn in deinem Gesicht passiert? Das ist ein Kratzer. Beim Spielen vom Hund. Wieso? Also der Hund würde wenigstens das verstehen. Ich bin kein Pudel, deswegen Füreinander einstehen. Ein Grundpfeiler von Hassans Familie. An Tradition und Ehre orientiert sich auch sein Leben. Werte, hinter denen manchmal auch seine individuellen Bedürfnisse zurückstehen müssen. Meine Position halt in der Familie ist halt so, sage ich mal, im engeren Kreis der Familie bin ich das neunte Kind.
Ja, ist mein Cousin hier, der sitzt hier neben mir. So, wie sieht's aus bei mir? Wo stehe ich in der Hierarchie und was habe ich zu sagen? Ich würde sagen, wie bei jeder anderen Familie auch. Das sind die Älteren, die haben, wenn die was sagen, wird's gemacht. Aber man kann natürlich auch sagen, ja, ich will das nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, dass jetzt da ist irgendjemand, der übereinsteht und sagt, du musst das und das machen. Oder du bist wie bei den Rockern, Sergeant der Dams oder was weiß ich. Nee. Sowas gibt's halt bei uns nicht. Ja, sowas wie eine richtige Hierarchie gibt es nicht. Es gibt Respekt. Ja? Und wenn man da von dem Respekt Sachen ausgeht, wie viel ich schon erlebt habe, sicherlich schon mehr als viele andere, glaube ich, genieße ich schon einen gewissen Respekt in der Familie. Hassan ist weder vorbestraft, noch hat er mit kriminellen Machenschaften von Teilen seiner Familie etwas zu tun. Trotzdem, er wird immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert. Ein Grund, Schlagzeilen wie diese. Häufig geht es um Immobilienbetrug, Gewalt, Schießereien. Der Diebstahl der Goldmünze, der Überfall auf das Luxuskaufhaus KDW und immer wieder auch auf Geldtransporter. Und Auseinandersetzungen auf offener Straße, Blutrache wegen verletzter Ehre. In arabischen Großfamilien steht jeder für den anderen ein. Im Zweifel mit Gewalt. Entfernte Familienangehörige von Hassan Sharur machten zuletzt Schlagzeilen. Sie sollen den Friseursalon eines bekannten Rappers überfallen haben. Es fallen Schüsse. Ein Mob aus 50 maskierten Männern randaliert vor dem Laden. Möglicher Grund für den Überfall: Der Rapper hatte zuvor als Zeuge im Bushido-Prozess ausgesagt. Der Prozess ist bundesweit großes Medienthema. Es geht um die zerrüttete Geschäftsbeziehung zwischen dem Rapper Bushido und seinem ehemaligen Manager Arafat Abu Chaka, dem Oberhaupt einer palästinensischstämmigen Familie. Seit August 2020 beschäftigt die Trennung von Bushido und Abu Chaka die Berliner Justiz. Die Vorwürfe: räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung. Die Hintergründe des Überfalls auf den Friseursalon bleiben verborgen. Wie so häufig in dieser Welt. Hassan Sharur distanziert sich von dem kriminellen Teil seiner Familie. Ich stehe hundertprozentig zu meiner Familie und meine Familie ist eine Großfamilie, die nichts mit kriminellen Machenschaften oder sonst irgendwas zu tun hat. Wir gehen alle normal arbeiten, wie alle anderen Familien. Wenn irgendeine Familie jetzt irgendeinen Scheiß macht oder irgendwas, irgendwelche Leute irgendeinen Einbruch machen, werden gleich alle verteufelt. Ja, alle Familien. Und selbst die Familie an sich hat es nicht mal verdient, komplett verteufelt zu werden. Es gibt Leute, weißt du, wie viele Familienmitglieder, ich will auch keine Namen nennen, die ihren Namen ändern wollen wegen diesem Ruf. Ich kenne ein paar, die haben sogar geändert, ja. Ja, mein sehr hohen manche haben Anteil es auch gemacht, Leuten, aber im Ausweis steht immer noch, wie bei Verheirateten, zum Beispiel geborener Sharur. Ja, ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Guck mal, was für ein Maßstab man schon denkt. Stimmt. Als Hassan vor 4 Jahren ein eigenes Security-Unternehmen gründen will, habe sich der Staatsschutz eingeschaltet und potenzielle Kunden vor einer Zusammenarbeit gewarnt. Hassan orientiert sich um. Er will Schauspieler werden, hatte bereits hin und wieder Jobs als Kleindarsteller. Jetzt steht eine größere Produktion an. Ich drehe jetzt einen internationalen Kinofilm. Mal, und ich spreche Englisch. Du sprichst Englisch? Ja, ich spreche Englisch. Zum ersten Mal in meinem Leben musste ich Englisch sprechen. Das ist gar nicht okay. Genau. Schaffst du doch akzentfrei? Ja, ich hab jetzt einen extra Trainer bekommen, dass ich akzentfrei sprechen kann. Okay. Ja, und ich gebe mir halt Mühe. Und das Geilste daran ist, es spielen auch ein paar Leute von meiner Familie mit. Der Regisseur ist auch ein Bekannter der Familie. Deswegen ist das richtig gut. Ja, ja. Wir fangen Dienstag schon an. Wir fangen schon an mit so richtig. Ja. Sucht ihr noch Zombies oder so? Zombies? Ja, Mann. Ich hätte ein paar Leute, die sich als Zombie anbieten können. Allerdings, auch diesmal wird Hassan auf seinen Familiennamen, seine Herkunft reduziert. Seine Rolle: ein Clanmitglied. Doch es ist ein Anfang.
Der 31-Jährige bezeichnet sich selbst als schwarzes Schaf der Familie. Denn normalerweise sind Männer in diesem Alter schon längst verheiratet. Bereits im Grundschulalter werden die Kinder in Großfamilien von ihren Eltern auf eine möglichst frühe Hochzeit vorbereitet. Für Hassan allerdings war das nie eine Option. Er möchte nicht aus familiären Interessen heiraten, sondern aus Liebe. Was machen wir mit mir eigentlich? Was ist das Sache? Finden wir mir noch eine Frau oder nicht? Bruder, ich bin nicht, ist nicht mein Ding so. Nein, ist nicht mein Ding. Hassan will aus dem traditionellen Wertesystem der Großfamilie ausbrechen. Auch wenn ihn niemand in seiner Familie offen zur Heirat drängt. Er spürt den Druck. Es geht um Werte und Tradition. Doch er will seinen eigenen Weg gehen. Die Familiengründung hat in arabischen Großfamilien eine herausragende Bedeutung. Je größer und verzweigter eine Familie und je mehr männliche Nachkommen sie hat, desto mächtiger ist sie. Eine frühe Hochzeit soll den Fortbestand der Großfamilie sichern. Bestenfalls wird untereinander geheiratet. Die Ethnologin Professor Dr. Susanne Schröter kennt die Strukturen der arabischen Großfamilien. Also wenn zwei Cousins ihre Kinder miteinander verheiraten und die wieder Kinder kriegen, dann werden die Verbindungen zwischen diesen Cousins viel stärker noch, als sie vorher waren. Und wenn das nun alle machen innerhalb dieser Familie, dann entsteht da ein ganz dichtes Geflecht an Menschen, die alle etwas miteinander zu tun haben, die Geschichten miteinander haben, die miteinander aufgewachsen sind. Und dann entsteht da so eine eigene Welt. Und das ist der wichtigste Grund, weshalb intern geheiratet wird. Sobald Ehepartner von außerhalb kämen, dann würde das ganze Gefüge löchrig werden. Ja? Und dann wäre man plötzlich mit Menschen konfrontiert, die bestimmte Dinge vielleicht gar nicht akzeptieren, die auch nicht diese Emotionalität haben, zu den agierenden Menschen da in diesem klaren Gefüge, sondern die ganz andere Solidaritäten haben. Und die Sache würde viel instabiler werden. Zu Hause bei dem Oberhaupt einer weiteren arabischen Großfamilie. Auch hier wird in diesen Tagen viel über das Thema Hochzeit gesprochen. Sein ältester Sohn feierte kürzlich seine Hochzeit. Auch die nächstältesten sollen jetzt möglichst bald heiraten. So erwartet es der Vater. Die Familie hat heute Besuch von Ömer. Er ist kein Mitglied einer Großfamilie, aber ein Vertrauter. Wie war letztens die Hochzeit? Ich glaube, dein Bruder hat geheiratet, ne? Ja, genau. Okay. Er war eigentlich sehr gut. Super Atmosphäre. Die ganze Familie war da. Hab ich schon voll, war? Ja, ja. Also unsere Familiäre waren sowieso alle da. Okay. Ja, Cousins aus Westdeutschland. Der Familienchef gilt als Instanz. Auf sein Wort wird gehört. Er schlichtet Streitfälle, sowohl innerhalb wie auch gegen Geld außerhalb der Familie. Das Oberhaupt legt Wert auf die Feststellung, dass er dabei nie Straftaten begehe. Ömer ist seit Jahren seine rechte Hand. Er fädelt Deals ein, ist so etwas wie ein Vermittler. Zuletzt ging es um einen Mann, der sein geliehenes Geld seit Monaten nicht zurückbekommt. So wird er dir die 20.000, also ist ihm die 20.000? Er hat sie mir geliehen. Okay, super. Das stimmt. Das hört sich gut an. Man muss immer vernünftig mit den Leuten reden. Am Ende zum Punkt kommen. Das hast du gut gesagt. Kommen wir auch zum Punkt. Das war echt also eine Freude für mich, dass Daniel wieder sein Geld bekommt. Das Familienoberhaupt lebt mit seiner Frau und 9 Kindern in einer 9-Zimmer-Wohnung. Die Kinder bleiben traditionell so lange im Elternhaus wohnen, bis sie verheiratet sind. Husseins Söhne Yusuf und Ibrahim sind die Nächsten, die heiraten sollen. Wann heiratest du? Inshallah. Wann bist du dran? Bald, Inshallah. Heiraten ist so eine Sache. Was heißt, wann hast du vor, zu heiraten? Oh. Vor zu heiraten. Ja, vor meine ich, ja.
Beide Söhne verdienen ihr Geld als Security-Mitarbeiter. Über die Wahl der richtigen Ehepartnerin entscheidet das Familienoberhaupt mit. Das ist eigentlich immer gut, wenn man durch Familiäre heiratet. Also jetzt auch oder andere Familiäre von uns, es gibt kein Problem. Also unsere Frauen an denen zu geben oder wir von denen nehmen. Zum Beispiel sagen wir jetzt so, ich finde eine Frau für ihn. Ich weiß, wer die Eltern sind, wie die Eltern sind. Ja? Dann sage ich es ihnen auch, die Eltern sind nett, Mädchen ist nett, Beispiel. Am Ende muss er, okay, also ich gebe meine Meinung, seine Mutter gibt seine Meinung, wie die Familie ist. Ja, und er entscheidet dann am Ende. Klar, auch die also Mädcheneltern auch. Ob das am Ende klappt. Wenn es klappt, dann ist auch gut. Ja, mir ist es halt relativ egal, aber ich lege halt sehr viel Wert auf die Meinung meiner Eltern. Weißt du? Die Frauen der Familie dürfen wir nicht zeigen. Dabei haben sie auch in diesem Haushalt eine wichtige Rolle. Die Frau kümmert sich um alles. Zu Hause. Weder noch Kinder, noch alles, was zu Hause gemacht wird. Die Frau ist auch irgendwie wie die Melone. Entweder weiß oder rot. Je nachdem. Also nicht jede Frau ist perfekt. Manchmal ist die Frau, sie ist gut. Ja, ist Hausfrau. Manchmal ist die Frau, sie ist Katastrophe. Sehr schlimm. Husseins Ehefrau, sie ist selbst eine nahe Verwandte. Und diese Tradition soll in seiner Familie fortgeführt werden. In einem noblen Restaurant in Berlin-Schöneberg beginnt gerade eine Hochzeitsfeier. Auch Ahmad Mohammed ist mit Teilen seiner Familie anwesend. Seine Cousinen mit ihren Männern. Seine Lebensgefährtin, Onkel und Tanten. Und seine drei Söhne. Sie alle sind heute gekommen. Ich hab jahrelang kein Profilbild in mein Handy. Aber jetzt habe ich die alle zusammen. Weißt du, deswegen leben wir. Das ist typisch, sage ich mal, orientalisch. Ist eine Hochzeit, was stattfindet. Und das ist für uns alle hier, die hier sitzen, auch Fremde, eine Riesenfreude. Also, das ist eben das Schöne an diesen Gesellschaften. Ganz ehrlich, da lacht jedes Herz eigentlich. Und du kannst irgendwelche kalten Menschen hier hinstellen, die schmelzen, weil das alles mitzieht. Und das ist sehr wichtig. Ahmad Mohammed kennt und lebt die Tradition der libanesischen Großfamilien. Er teilt deren Geschichte. 1964 wird er in Beirut geboren. Er gehört zur Volksgruppe der Malami, die im Libanon in Ghettos leben und unterdrückt werden. Sie dürfen nicht arbeiten, haben keinen Zugang zu staatlicher Fürsorge, Gesundheitswesen und Schule. Nur starke Blutsbande können das Überleben der Gruppe sichern. Als 1975 der Bürgerkrieg beginnt und die Ghettos der Malami als erstes zerstört werden, fliehen sie über Ost-Berlin nach Westdeutschland. Auch Ahmad Mohammed ist damals unter den Bürgerkriegsflüchtlingen. Sie alle bringen ihre Werte von Familie, Loyalität und Ehre mit. Ich sag mal so, meine Mom wollte, dass ich eine Cousine oder Verwandte oder so. Aber das Problem ist, wenn du Verwandtschaft heiratest, bist du irgendwo immer eingeengt. Das heißt, ich bin auch ein Mensch, der nicht gestört werden will. Ich will meine Ruhe, ich will nicht, dass nicht bei mir einfach spontan klingelt. Das will ich gar nicht. Wenn ich schlafen will, ich schlafen. Da kann kommen, wer will. In diesem Moment dürfte nur mein Ältester und meine Mom bei mir ohne Anmelden besuchen kommen. Und das ist der Grund, weil die Schwiegermutter kommt, der Papa kommt, der Bruder, die Schwester.
Und dann hast du irgendwann mal die Nase voll. Und dann gibt's Streitereien. Ahmad Mohammed geht daher seinen eigenen Weg, bricht mit traditionellen Wertvorstellungen. Er geht Beziehungen außerhalb der Familie ein, hat drei Söhne von drei Frauen. Der 7-jährige Amir ist der Jüngste. Bringst du bitte einen Schluck? Amir, wer ist der Boss? Yes. Und wer ist der Chef? Mama? Mama ist der Boss und wir sind die Chefs. Ja, Mama ist der Boss und wir sind die Chefs, da hast du recht. Die Rolle des Vaters ist in arabisch-libanesischen Großfamilien traditionell besonders bedeutend. Sie sind Vorbilder, an denen sich vor allem die Söhne orientieren. Ehre und Stolz auf die eigene Herkunft sind zentrale Aspekte der Erziehung. Ebenso wichtig ist für Ahmad Mohammed allerdings die Integration in die Gesellschaft. Du hast dich ja ganz schmutzig gemacht. Wir haben dich extra hübsch gemacht. Es ist schwer, familiäre Bräuche hinter sich zu lassen. Hassan Sharour kennt das, Mitglied einer bekannten Berliner Großfamilie. Hassan ist an diesem Nachmittag mit seinem besten Freund Hilmi verabredet. Der ist gerade erneut Vater geworden und glücklich verheiratet. Hassan hingegen ist, entgegen der Tradition, noch Single. Schöne, gute Auswahl. Nee, gute Auswahl. Ich trinke gute Hausfrau. Bruder, weißt du nicht? Kann gute Hausfrau ja sein. Sie trinkt Alkohol? Nee, lieber nicht. Schon der Familienname erschwere ihm die Partnersuche. Sei der Grund dafür, dass es oft nicht über ein erstes Treffen hinausgehe. Die Schattenseiten eines Namens, der manchmal mit organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht wird. Das Ding ist halt nur, dass sie dann, wenn sie es dann erfahren, so Großfamilie, so ein bisschen Angst kriegen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich denke so, dann googeln die, weil das Erste, was sie googeln, ist negativ. Ah, ja. Nicht, danke, ja? Deutschland. Krass. Krass. So, das Erste, was sie googeln, ist negativ. Okay. Und dann, ja, das erschwert die Chancen mies. So, ja. Am ersten Date, man sagt, man erzählt, man findet sich sympathisch so, man erzählt von sich so ein bisschen, so, weißt du, was ich meine? Und dann, weißt du, geht sie auf Klo, googelt dich und freut sie weg, ja, oder ist so. Vorbei, ja. Nee, lieber nicht. Nee? Ja, nee. Ja, die ist zu jung. Ja. Eigentlich bräuchte Hassan keine sozialen Netzwerke, um eine Frau kennenzulernen. Denn innerhalb der Familie ist die Partnersuche oftmals einfacher. Also meistens tritt halt die Schwester oder der Bruder, nein, der Bruder nicht, meistens die Schwester oder die weiblichen Familienmitglieder treten dann zu einem ran und sagen, ja, hey, guck mal, ich habe die und die gesehen und wie findest du die? Und, ne? Und dann, also zum Beispiel bei mir. Und dann sage ich meistens, ey, die ist doch viel zu nah verwandt, das geht doch nicht. So, weißt du was? Zum Beispiel. Und ja, halt in den alten Generationen ist das so noch ganz normal, so mit Großcousine, oder was heißt Großcousine? So Cousine zweiten Grades oder sowas zu heiraten und sowas. Bei mir ist das anders. Ich liebe meine Familie, aber ich brauche keinen Vorteil, wenn ich eine gewisse Person heirate. Wenn ich heirate, dann heirate ich aus Liebe. Diese Freiheit können sich nicht alle Mitglieder sogenannter Großfamilien nehmen. Denn nur die Endogamie, die Ehe unter Verwandten, verhilft der Familie zu Macht und Bestand. Eine gewisse Erwartungshaltung ist auf jeden Fall auch da. Wenn man jetzt natürlich eine andere Landsfrau nach Hause bringt, dann wird vielleicht ein bisschen komisch erstmal geguckt, aber im Endeffekt kommt es darauf an, dass man sich liebt. Ja, und ich finde, was bringt es im Endeffekt, wenn man seine eigene Landsfrau heiratet, aber ich dann nicht versteht. Ne? Meine Frau ist ja auch eine Deutsche. Da hat die Familie erstmal komisch geguckt, als ich dann eine Deutsche nach Hause gebracht habe. Dann erstmal gesagt, oh, okay, klappt das denn? Und kulturellen Unterschiede etc. Ja, es hat gut geklappt. Dennoch heiraten schätzungsweise 60% der in Deutschland lebenden arabisch-libanesischen Clanmitglieder innerhalb der eigenen Familie. Ja, inwiefern hat es Vorteile? Also ich sag mal so, das bildet auch einerseits Allianzen, wie zum Beispiel bei Adelsfamilien auch. Bei Konflikten hat das auch, ja, einige Vorteile. Wenn man sich zum Beispiel streitet, ein normales Pärchen würde dann vielleicht auseinandergehen. Ja.
da setzen sich dann erstmal die Familienoberhäupter zusammen, sprechen dann, was ist denn passiert, was vorgefallen, wer hat Recht, wer hat Unrecht. Ja. Natürlich, wenn die sich jetzt unbedingt trennen wollen, ja, wenn es nicht mehr weitergeht, dann trennt man sich auch, aber meistens wird das dann auch geregelt. Boah, die ist hübsch, Bruder. Die ist hübsch. Die Familie als einzig verlässliche soziale Struktur. Auf diesem Denkmuster basiert die innerfamiliäre Ehe. In Hassans Familie und in seinem Umfeld brechen jedoch immer mehr junge Menschen genau aus dieser Tradition aus. Doch es gibt ein strukturelles Problem. Bildungsarmut ist in sogenannten Clanfamilien weit verbreitet. Auch Jahrzehnte nach ihrer Ankunft in Berlin lebt ein großer Teil der Familien von staatlichen Transferleistungen. Oft haben die Kinder keinen Schulabschluss, selten eine Ausbildung. Aufgefangen werden sie dann im Familienumfeld. Man arbeitet innerhalb eines Familienkomplexes zusammen. Da hat jemand einen Gemüseladen, jemand anders hat einen Handwerksbetrieb und andere haben andere Unternehmen. Und das ganze Business läuft sozusagen innerhalb dieser Strukturen oder ein Großteil der Beschäftigung läuft innerhalb der eigenen Strukturen. Die Probleme beginnen bereits in der Grundschule. Im Sommer 2022 macht der Hilferuf des Lehrerverbandes Schlagzeilen. Kinder aus sogenannten Clanfamilien würden die Schulhöfe übernehmen. Mit einem hohen Maß an Gewaltbereitschaft würden sie versuchen, sich Anerkennung zu verschaffen. In Einzelfällen sogar mit Schutzgelderpressung. Eine, die diese Zustände aus ihrem Alltag kennt, ist Sabrina K. Sie ist Lehrerin und hat lange an einer Grundschule in einem Berliner Brennpunkt unterrichtet. Ich fürchte, dass eine andere Autorität als eine solche, die körperlich züchtigt, nicht anerkannt wird. Das konnte man ganz gut sehen an Fasching. An Fasching kamen Jungs, verkleidet als ihr eigener Vater, in einem traditionellen muslimischen Gewand, mit einem Gürtel über der Schulter. Wir fragten dann, Mensch, das ist ja ein tolles Kostüm, aber was machst du denn da mit dem Gürtel? Dann war die Antwort, dass der Vater mit dem Gürtel über der Schulter der Vater ist, den sie aus ihrem Alltag kennen. Der strafende Vater, der den Gürtel auspackt, um zu züchtigen. Dadurch verlieren aber meine pädagogischen Maßnahmen, wie beispielsweise zusätzliche Hausaufgaben oder Klassenbucheinträge, an Bedeutung. Offiziell hat die Lehrerin keine Genehmigung bekommen, über die Zustände an der Berliner Schule zu sprechen. Sabrina K. macht sie trotzdem öffentlich, schreibt das Buch Leaks aus dem Lehrerzimmer, will es als Hilferuf verstanden wissen. Ich erinnere mich an einen Konflikt in der Umkleidekabine nach dem Sport. Mädchen A. sagt zu Mädchen B., du hast einen dicken Hintern. Daraufhin kamen drei Brüder des beschimpften Mädchens sowie der Vater in den Unterricht zur Klassenlehrerin des Mädchens. Sie haben sie aus dem Unterricht heraus um ein Gespräch gebeten. Die Söhne agierten dann zum einen als Übersetzer für ihren Vater und zum anderen vielleicht auch um Eindruck zu schinden. Die Lehrerin wurde dann angewiesen, der Familie A. gefälligst auszurichten, dass sie ja wüssten, mit wem sie es zu tun haben. Sie wüssten doch genau, aus welchem Dorf im Libanon sie kommen. Sie sollten sich vorsehen. Da sei jetzt eine Entschuldigung fällig. Ansonsten, und das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben, führe man jetzt zur Familie und würde der Mutter ins Gesicht treten. Meine Kollegin, die in dieser Situation wirklich sehr abgeklärt reagierte, meinte dann, dass sie für solche Botengänge nicht zur Verfügung stünde. Daraufhin sagte einer der jungen Männer, du kannst googeln. Ich habe schon einmal eine Lehrerin ins Krankenhaus geprügelt und ich habe auch kein Problem damit, das wieder zu tun. Ich habe dann ziemlich naiv zu meiner Kollegin gesagt, ja, du gehst doch jetzt sicher zur Polizei, oder? Die guckte mich verdutzt an und meinte, nein, natürlich nicht. Wenn ich jetzt zur Polizei gehe, kriegen die raus, wo ich wohne. Da habe ich Angst. Ich glaube, wenn diese Schule jeden Vorfall, der es wert wäre, zur Anzeige bringen würde, dann würde gar kein Schulbetrieb mehr stattfinden können, weil man wäre den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwelche Anzeigen zu formulieren. Sabrina K. erhebt schwere Vorwürfe. Sie fühlt sich alleingelassen von den politisch Verantwortlichen der Hauptstadt, erwartet mehr Unterstützung. Die zuständige Schulsenatorin Astrid Sabine Busse beantwortet eine Interviewanfrage nicht.
Dabei war sie selbst vor ihrer Tätigkeit in der Politik Schulleiterin an einer Brennpunktschule. Auch Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey sagt ab. Auf einer Schulveranstaltung in Berlin-Friedrichshain äußert sie sich dann doch. Wie ernst nehmen Sie die Äußerungen vom Lehrpersonal, auch vom Lehrerverband, dass männliche Schüler zunehmend den pädagogischen Betrieb stören? Wir setzen ganz klar das Signal, dass Lehrerinnen und Lehrer, die in irgendeiner Form bedroht oder sonst wie in einer schweren Lage sind, volle Unterstützung bekommen und dagegen auch vorgegangen werden muss. Wenn es solche Dinge gibt, muss Strafanzeige erstattet werden. Wir arbeiten mit den Präventionsteams der Polizei zusammen, die auch in die Schule gehen können, mit Schulsozialarbeit, mit der Elternansprache hier arbeiten. Es wird nicht akzeptiert, sollte es solche Dinge geben. Die zuständige Schulsenatorin Astrid Sabine Busse, sie schweigt lieber weiter zu diesem Thema. Es gebe viele Faktoren, die zu der Situation beitragen, so die Lehrerin. Strenge Erziehung im Elternhaus, die die individuelle Entwicklung eines Kindes unterdrücke. Und auf der anderen Seite eine sehr exponierte Rolle der Söhne innerhalb der Großfamilien. Wenn ich da ganz ehrlich sein darf, und das darf ich hier, weil man mich nicht sieht, dann muss ich leider sagen, dass wir große strukturelle Probleme haben. Die Jungs haben ein nahezu überbordendes Selbstbewusstsein, was sie sehr gerne öffentlich zur Schau tragen. Und sich auch mit 8, 9 Jahren schon lässig an die Hofwand gelehnt zeigen, die Hand im Schritt und ihren Idolen, die zumindest vorgeben, Intensivtäter zu sein, sprich Deutschrapper oder sowas, dem wird nachgeeifert und der Habitus wird dann eben kopiert. Integration im Rückwärtsgang. Gib ein Fick auf die Police. Du willst Stress mit mir, du Peach. Junge, fick nicht mit den G's. Nachbarschüsse, willst du Peace? Gib ein Fick auf die Justiz. Antikopp, ich will jetzt Krieg. Halt die Fresse, wer will. Das eine sind die starren Regeln innerhalb der Familie. Das andere Vorbilder. Die Teenager suchen Anerkennung und orientieren sich auch an Rappern wie ihm. Samra ist mit seinem Ruf als Gangster-Rapper bei vielen Jugendlichen hoch angesehen. Ich hab doch alles mitbekommen. Ja. Ich war einbrechen, dicken, verkaufte Kilos. Alles. Deine Gucci's durch Jimmys und Valentinos. Wow. Siehst du, wie die Kripos grad den Dealer jagen? Guck. Samra sagt, wir akzeptieren keine Niederlagen. Werden's immer wieder machen, das ist mein Kiez. GTS ist mein Beast. Wenn du ziehst, dann ziehst. Die Deutschrapper sind Stars auf den Schulhöfen. Für viele einflussreiche Vorbilder. Allerdings nicht im positiven Sinne. Ahmad Mohammed, selbst mit den patriarchalischen Grundwerten und Traditionen einer Großfamilie aufgewachsen, sieht das Problem des negativen Einflusses der Idole auf die Jugendlichen. Wie kann ein Rapper über Drogen, Teledin, Alkohol rappen, dass ein 14-Jähriger, was dein und mein Kind sein kann, ihm nachahmen will, indem er sagt, ich trinke jetzt Wodka, ich nehme Teledin, ich will kiffen, ich will Kokain nehmen, nur um diese Rapper nachzuahmen. Ahmad hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch Kinder aus sogenannten Clan-Familien besser zu integrieren und ihnen eine Perspektive zu geben. Und laufen! Wer nicht läuft, Liegestütze! Der heutige Promi-Bodyguard betreibt eine eigene Boxschule in Berlin-Schöneberg und trainiert hier regelmäßig auch Kinder aus arabischen Großfamilien. Bevor er als Personenschützer Erfolg hat, ist der Familienvater eine Zeit lang Teil der Berliner Nacht- und Unterwelt. Natürlich habe ich mich mit Clan-Mitgliedern getroffen, sehr gerne sogar. Ich habe mich sehr gerne rumgeschlagen. Ich habe mich mit Drogendealer rumgetrieben, mit Zuhälter rumgetrieben. Und nur, weil ich auch noch auf der Straße war als Türsteher und die kannte, heißt es, Ahmed gehört zu denen. Innerhalb der Clan-Familien genießt Ahmad ein hohes Ansehen. Ist sogar eine Zeit lang als Streitschlichter aktiv, indem er zwischen den Familien im Konfliktfall vermittelt. Ich war damals Streitschlichter insofern, die Leute haben mich geschätzt und gewürdigt. Und die wissen, dass ich auf keiner Seite bin. Ich bin nicht auf die Seite, ich bin nicht auf die Seite. Und sogar die Eltern kamen immer auf mich zu und haben gesagt, kannst du mit unseren Kindern reden? Kannst du mit den anderen Kinderfamilien sprechen, dass die Kinder nicht aufeinander losgehen? Und so habe ich versucht, mein Bestes zu geben und Streit zu schlichten. Einige seiner Freunde sind damals kriminell.
Die Polizei vermutet, Ahmad sei selbst in illegale Geschäfte verwickelt. Er habe mit Waffen und Drogen zu tun. Die kam wirklich einmal im Monat, du hättest auf die Uhr gucken können, mein Haus durchsucht. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um mich aus diesem Strudel rauszukämpfen. Ich habe es geschafft, indem ich mich von meinen Familienmitgliedern, meine Verwandtschaft, meine, wie ihr sagt, Familienclan, getrennt. Ahmad trennt sich von seinem kriminellen Umfeld und beginnt in den 90er Jahren eine erfolgreiche Karriere als Promi-Bodyguard. Er beschützt die internationale Glitzer Society, Popsänger Cliff Richards, David Copperfield und Claudia Schiffer, Sylvester Stallone, Ben Kingsley, Pamela Anderson. Er arbeitet sich so zu Deutschlands bekanntestem Personenschützer hoch. Und meine Mutter hat nur gelitten, meine Mutter hat nur sich Sorgen gemacht. Und irgendwann mal, wo aus mir was geworden ist, war sie doch ganz stolz auf mich, dass sie falsch gelegen hat. Aber das ist leider selten der Fall bei Großfamilien. Heute engagiert sich Ahmad für die Integration von Kindern aus sogenannten Clanfamilien. Die Anerkennung der eigenen Familie, sie hat nicht nur für Ahmad eine zentrale Bedeutung. Auch Hassan wünscht sich von seiner Familie vor allem eins, so akzeptiert zu werden, wie er ist. Sein großer Wunsch, als Schauspieler endlich beruflich erfolgreich zu sein. Heute steht die erste größere Produktion für einen Kinofilm an, für den Hassan als Schauspieler gebucht ist. Drehort ist eine Hochhaussiedlung in Berlin-Neukölln. Linus, wollen wir gleich mal die Szene gucken? Ja. Okay. Was passiert gerade bei dir? Er wird gerade verkabelt. Ich spiele Hassan. Hassan ist Mitglied einer Großfamilie. Ich spiele das Klischee, was die Leute über mich denken. Ich glaube, das ist so ein genialer Streich des Regisseurs, des Produzenten, dass er genau das, was die Leute über Großfamilien denken, in einen Horrorfilm, Science-Fiction, reinpackt. Dass Hassan selbst einer Großfamilie entstammt, war durchaus zuträglich für die Vergabe seiner Rolle. Es soll so authentisch wie möglich gespielt werden. Alles, was raus aus diesem Fiktiven geht, also aus dieser fiktiven Geschichte, dass da ein Supersoldat in einer Kryokammer irgendwie noch schläft, sind eigentlich alle Charaktere sehr realistisch. Die sind nach den Vorbildern gezeichnet, die man so in all den Jahren um sich herum so irgendwie erleben durfte. Es gibt Clanmitglieder, die sind kriminell, kenne ich. Ich kenne solche Leute, klar. Und die machen die verkaufen Drogen, die sind bereit, sich auf der Straße zu prügeln alles und so weiter. Aber trotz allem steckt dahinter irgendwie ein Mensch, ob man es glaubt oder nicht. Und das ist das, was man ein bisschen ausblendet, wenn man mit solchen Worten um sich wirft wie Clanmitglied oder so. Und das ist dann, wo ich denke, okay, man muss trotzdem dahinter schauen. Ja? Weil jeder Mensch, egal was, wie schlecht seine Taten auf uns wirken, hat irgendwoher eine Motivation. Erbsünde ist eine internationale Crowdfunding-Produktion. Gedreht wird in englischer Sprache. Eine große Herausforderung für Hassan, der in letzter Zeit extra mit einem Sprachtrainer an seiner Aussprache gearbeitet hat. Viel Zeit zum Proben bleibt jetzt nicht mehr. Listen up. I heard you want to say anything about my family? Heard. Yeah. Heard. I heard you want to talk about my family. I heard you want to talk about my family? Yeah. Better? You think we're stupid or something? Some. Sag ich doch, die Aussprache ist nicht so einfach. Something. Aber es ist gut. Oder du sagst, you want to talk shit about my family. Yeah. Oh, ja, genau. You want to talk, you want to talk shit about my family? That's geil. Heute ist die Szene, wo ich sage, hey, hör mal zu. Wir erwischen dich dabei, dass du irgendwas über unsere Familie erzählst. Wir möchten das nicht, lass das, ne? Ganz freundlich. Er macht das natürlich trotzdem. Und dann sind wir halt ziemlich sauer und wir verfolgen ihn und jagen ihn und dann irgendwann finden wir ihn. Wie im realen Leben der Großfamilien geht es auch in dieser Spielszene um verletzte Ehre. Wird das Ansehen der Familie beschädigt, führt das bei manchen Großfamilien auch zu Selbstjustiz. Einige der heute gebuchten Schauspieler sind ebenfalls Mitglieder der Charouas. Es ist schon fast eine Familienproduktion, die von Regisseur Ahmed Scher geleitet wird. Er hatte die Idee zu dem Film, in dem es auch um den Zusammenhalt in einer Großfamilie geht. Wie Familie meiner Meinung nach sein sollte. Als Beispiel, mein Vater und seine Brüder verbringen weiterhin jeden Tag miteinander. Und das tue ich auch mit meinen Brüdern. Und meine Söhne machen das genauso. Ich finde es spannend, dass
in der Schule von meinen Kids, dass Leute immer wieder sagen, hey, ich finde es voll cool, dass deine Jungs jeden Tag zusammenhängen. Und ich denke, ja, anders kenne ich es selber gar nicht. Szene 9, 1, die erste. Fokussett. Und bitte. Drei, zwei, eins. Listen up. I heard you want to say something about my family. You think you're stupid or something? Der Kopfhörer hier auf der rechten Seite geht nicht richtig. Ist der Stecker richtig drinnen? Ja, ist richtig drin eigentlich. Ja. You really want to say something about my family? Es ist Hassans erste größere Filmproduktion. Bisher hatte er nur kleinere Rollen. I'm going to fuck you up. When I hear or see anything about my family. Cowboy-Rolle oder so eine Bud Spencer-Rolle, sowas, das wäre richtig Hammer. So eine Hollywood-Rolle, wo man mich komplett verändert und ich zeigen kann, was ich drauf habe. Ein Alien oder sowas, irgendwie auf so einem fremden Planeten. So, dass man sieht, okay, das ist nicht dieser Hassan Shahur, der arabische Mann, der 2 Meter groß ist und sehr gut aussieht. Hassan hat noch einige Drehtage vor sich. Auch wenn er in diesem Film wieder mit seiner Herkunft als Mitglied einer Großfamilie in Verbindung gebracht wird, er sieht eine Chance, beruflich endlich auf eigenen Beinen zu stehen. Ein Anfang. Arabische Clans in Berlin. In Teilen eine über Jahrzehnte gewachsene Parallelgesellschaft mit eigenen Regeln. Abgeschottete Strukturen, die Kriminalität begünstigen. Die Berliner Polizei versucht mit speziellen Ermittlungsgruppen und regelmäßigen Razzien dagegen zu halten. Dabei geht oft unter, der größte Teil der Familienmitglieder ist nicht kriminell. Sie leiden unter ihrem Nachnamen, der in der Öffentlichkeit meist für organisierte Kriminalität steht, und fühlen sich diskriminiert. So wie in den 80ern, als die Integration der nach Deutschland Geflüchteten scheitert. Die letzte Runde, ja. Wir sind alle hergekommen, weil wir herkommen mussten. Unsere Häuser, unsere Wohnungen, unser Teil unserer Eltern wurden in unserer Heimat bombardiert. So. Aber damals haben sie die Tür zugemacht, aber ohne Gitter. Und du dürftest gar nichts machen. Selbst in der jungen Generation gibt es mittlerweile Abschottungstendenzen. Damit sich die Parallelgesellschaft nicht verfestigt, müssten Kinder aus Clans erleben, dass es eine Welt außerhalb der familiären Strukturen gibt. Integration ist der Ansatz. Natürlich muss der flankiert werden durch polizeiliche Maßnahmen, wenn es sich um kriminelle Netzwerke handelt. Das ist ja klar. Man kann nicht einfach nur Sozialarbeiter losschicken, wenn es kriminelle Strukturen gibt, gewalttätige Strukturen. Aber ja, selbstverständlich, Integration ist der Schlüssel.